Hallo. Da sind wir wieder. Bei Leuten, die uns schief anstarren, Ah, TV. Leuten. Genau. So, ich glaube, wir wollten hier rein. Hier waren wir schon drin. Das war der Junk oder der Richtig. Kerl, der da dieses. Nee, warte, ich glaube, wir sind so weit, dass wir das UFO verwenden sollten, oder? Ja, oh. Beziehungsweise das uralte, rostige, von da nach da Bewegungsgerät, was die einfach mal voll toll UFO getauscht haben. Getauscht, getauft. Yay. Ja. Ich tausche dich auf den Klonk. Namen UFO. Was? Dann werden wir sehen. Muss ich die Disk hier verwenden? Ja, Ja. ne? Ein Terminal. Bitte UFO-Disk auswählen. Goldmark, FM. Ja, Presskopierfakte, genau. Frisst Steintafel. Mal schauen. Da nach vorne. Erstmal nach rechts. Erstmal nach rechts, okay. Egal. Nach vorne ist nämlich die richtige Richtung. Kurz vorne wird UFO sehen. Kann ich das noch ändern? Ja, du kannst doch erstmal nach vorne fahren, ist auch kein Problem. Dann fahre ich jetzt halt nach vorne. Weil du musst wirklich jedes Mal zu diesem blöden Terminal laufen, das ist doof. Look at that cutscene. Epic. Ne, gefällt mir nicht. Leg doch jetzt mal nach links. Ja. Ja, Moment, erstmal nach rechts, dann mache ich den falschen Weg und dann können wir weitermachen. Eben, weil du hättest da auch einfach links zu dem alten Mann gehen können, zum Beispiel, und dann um das Haus oder so. La 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 la, so, ich habe nur die Erde, das Knöchel. Benutzen. Transportbereit wird das UFO betreten. So, da Back. ich in meinem eigenen Run ja immer so ein bisschen vor diesem Bierstand mich halte, aus gutem Grund, kann ich sagen, die L-Disk habe ich bis jetzt immer noch nicht, also. Das kann noch was dauern, okay. Da ist etwas für eine Tür. Es Dies ist ist eine eine Tür. Tür. Dün, dün, dün. Noch eine Tür. Oh, falsch. Das war der richtige Weg. Das andere war das Kolosseum. Ich glaube, ich gehe nochmal nach vorne. Nein, ehrlich, komm. Okay. Im Stehen. Kolosseum hast du halt dein Kolosseum. Jo, stehen, wenn ich im Weg komme. Guck mal, wer da steht. Venus Embrace. Achtung! Wir gehen auf Sendung. Stummfilm. Kannst dich, glaube ich, auch bewegen. Was macht das Blut auf dem Boden? Das ist ein Pokéball. Jetzt, wo du es sagst. Sonderbonbons. Das war Black Candy, ne? Ich find's schön, wie erstmal so ein Stück abgebrochen war, abgeschnitten war vom Satz und ich einfach wirklich exakt lesen konnte. Vego findet dreimal Sonde. Was? Was für Sonden? Rede mit Kameramann. Recht im Profil. So sieht Madame Venus am besten aus. Ja. Okay. Ach, nebenbei, jetzt wo ich einfach mal drüber nachgedacht habe. Ja. Wie war das eigentlich jetzt mit Entei? Hat dir das Spaß gemacht, gegen den zu kämpfen? Ja, sicher doch. Du musst bedenken, du hast deine Pokémon noch ein bisschen anders mitgenommen als ich. Ich habe ja grundsätzlich ein bisschen schwächere dabei, einfach weil es geht, weil ich die lieber leiden kann. Da war das noch was anstrengender. Rede mit Kameramann. Hey, ihr da. Ihr könnt da nicht einfach so rumlaufen. Ich denke einfach darauf, dass du den Synchronpart dieses Mal übernimmst, ha? Von den Kameramännern ja. Okay. Die Kameramänner habe ich mir jetzt beide gekrallt, ja. Gekrallt. Ich habe doch die Kamera stehen, nicht du. Test, Test. Mikrofon, Mikrofon, Magneton. Test, Test. Magneton. Das war viel zu laut. Ja. Sie ignoriert uns einfach mal und ihr Mond wackelt.
Wie hat sich die Nummer gesprochen? Hey, ihr beiden! Nee, das war die Queen. Ich mach schon. Ich versuch's einfach mal selber. Okay. Hey, ihr beiden! Ihr stört! Wir wollen gleich auf Sendung gehen. Aber wer seid ihr überhaupt? Das ist ja auch schon wieder so zu. Der Anfang war noch gut. Moment! Dieses Gesicht kenne ich doch. Du bist doch der Kerl auf der schwarzen Liste aus der Zentrale. Wie bist du hier reingekommen? Durch die Lautstärkeregelung, die irgendwie in jedem Part vorkommen muss, wie es aussieht. Was ist, bin ich jetzt doch zu laut wieder plötzlich oder zu leise? Zu leise, oder was? Ja. Ich weiß es auch nicht, was OBS da veranstaltet. Egal. Ja, so, reinkommen. Spar dir ruhig die Antwort. Ich werde dich jetzt einfach besiegen. Und dann kassiere ich eine riesige Prämie von Shakira. Oh, Shakira, Shakira. Whenever, whatever. Okay. Ja. Ich bin schon wieder drauf auf diesem Scheißlied. Ja, ja, je 10 FPS, es ist ein Traum. 9 FPS sogar nur. 8? 8. Ach du Heilige. Ich meine, mehr als 8 FPS kriege ich hier eh nicht rübergesendet, also ich sehe keinen Unterschied, aber. Das tut es leid, aber irgendwie mag uns Colosseum einfach nicht mehr. Findet euch mit unseren tollen Stimmen ab und habt weniger Gameplay. Oder kauft ihr das Spiel, dann habt ihr das Problem nicht. Eben. Blubstrahl auf Enekoro, glaube ich. Enekoro ist auch normal oder normal Psycho sogar schon. Ja, entscheide dich, wer ist dir wichtiger, zuerst kaputt zu gehen, Burnett oder Enekoro? Ich weiß nicht mal, wer wie viel Schaden verursacht. Ich auch nicht. Ich hätte sonst gesagt Enekoro, weil, wegen diesem Verlieben-mäßigen, aber das sind auch beides Weibchen, die du da rumstehen hast. Ja, das ist deine Entscheidung. Ist mach egal. Kaputt, was kaputt machen willst. Enekoro. Oh, das war mir neu. Mach Enekoro zuerst kaputt. Wow, MAP überlebt. Hero. Hätte viel mehr Schaden auf Mantax gemacht, aber solange Wablu hier wirklich den Schaden tankt, so unglaublich super tankt. Ach, das ist ja. Du bist hilfreich, jetzt hat das Anziehung. Sorry, Eneko und Enekoro haben grundsätzlich immer Anziehung. Aber dass Burnett das auch hat, das ist. Ich hab noch nie was Burnett mit Anziehung spielen sehen, das ist einfach so. Es passt einfach nicht, es stimmt schon. Es passt aber zu Venus. So. Ihr beiden. Das war schon wieder der falsche Akzent da drin. Egal. Ich kann das einfach zu gut. So, dann Blitz auf Wabbe, nehme ich an. Ja, genau. Nice. No. Ich hätte die Queen auch sehr gut konstruieren können. Genau. Synchronisieren heißt das Wort. Irgendeine Empfehlung? Einfach, weil ansonsten Elektroattacken kommen. Ampharos. Obwohl, okay. Warte, Ampharos, dann geht das alles sofort auf Mantax drauf. Na, Psyana. Okay. Braucht eh noch was. Der Psyana, genau. Jetzt ist die Frage. Macht Psyana jetzt sehr viel Schaden an Burnett oder gar keinen? Weil ich bei diesem Psycho-Geist- und Licht-Dreieck immer die Effektivitäten verhaue. Also, Geist macht wenig Schaden auf Psycho, oder was auch immer Burnett ist. Das war Psycho, ja. Yes. Das war eine Psycho-Attacke, die er eingesetzt hat. Ach so. Na, trotzdem wahrscheinlich erstmal weiter in den Koro bashen, oder? Nicht mit Konfusion. Mit Rückkehr? Obwohl, ist die Frage, ist Enekoro jetzt schon Psycho oder... Ich kann Konfusion. Hau Konfusion drauf, komm. Okay. Macht mehr Schaden, normalerweise. Enekoro ist auch so ein Pokémon, was ich im Leben nie spiele, deswegen kenne ich den seinen irgendwo. Was?
gelohnt. Oh, das hat einfach nur eine verdammt hohe Spezialverteidigung. Ui, und weg ist es. Und einen erstaunlich hohen Angriff. Ich habe irgendwas gemerkt, dass du Nachtara nicht mehr drin hast. Habe ich nicht, ja. Warum? Weil ich die halt einfach ausgetauscht habe, weil ich mich darum gekümmert habe, dass die anderen auch mal die Herzen geöffnet bekommen. So. Simon, der liebenswürdige Pokémon-Chirurg. Nicht wahr? Messer rein, links, rechts, das ist auch für Nächster. Ja, ich meine, es ist abgelaufen. Unter den sterilsten Umständen dieses komischen Steins im Wald. Ampharos. Ampharos. Aber warte, allerdings egal, trotzdem Ampharos, weil man hat Psychokinese. Stalos, oh, okay. Stimmt. Mal so rein technisch gesehen, müsste das doch eigentlich eine recht gute Wahl gewesen sein. Was? Warum? Ja, wo, Strom, der durch Stahl fließt. Ui. Das Pokémon ist Stahlboden. Und kann somit mit einer gut gesetzten Attacke Ampharos wahrscheinlich one-hitten. Und Ampharos macht ihm gar keinen Schaden. Egal. Weswegen du mit Ampharos jetzt auf Banette gehen müsstest. Und dank der fehlenden Spezialverteidigung ist Ampharos jetzt eh auf jeden Fall tot in der nächsten Runde. Glubstrahl auf Stalos, ganz sicher. Ja. Und Ampharos austauschen, hm? Ach so, du wirst es wahrscheinlich gegen Ende noch brauchen können. Also ja. Gut. Was schmeißt denn rein, Lydian? Na, die sind jetzt beide anfällig gegen die Psychoattacke von dem, also ist deine Entscheidung. Wer mal. Lydian eher. Weil, wenn das Vieh wirklich Geist noch dazu ist, dann macht einen Kampf. Das hat nämlich gar keinen Schaden. Glaube ich. Es ist immer noch immer nett verliebt. Und es ist starr vor Liebe. Gott. Du hättest Mantax einmal austauschen können, dann wäre das wieder weg gewesen. Egal. Ha, sag ich. So, aber nett wird getroffen. Nö. Oh doch. Ich hätte jetzt gedacht, Banette hat Schwebe, aber okay. Dieses Banette anscheinend nicht. Tja. So, Kryptoschlag auf Banette, weil ich alles muss nachher kaputt sein. Oh, seriously. Nice. So, hat sie noch ein Pokémon oder kommt jetzt schon das obligatorische letzte Pokémon? Nee, hat noch eins. Ah, okay. Die Flug. Oh Mann. Dann kommt das obligatorische letzte Pokémon danach. So, stell dir vor, du hättest jetzt ein Feuer-Pokémon mitgenommen. Das wäre so toll. Naja. Du hast mit Mantax immer noch Flügelschlag, aber trotzdem ist das voll anfällig. Ah. Capoeira. Also ich kann dir sagen, der Kampf war für mich nicht unbedingt leicht, also. Ach was. Aber ich hatte halt ein bisschen besseres Team, weil ich hatte in dem Run, glaube ich, noch Iglava mit drin. Damit habe ich zumindest den Skiflow gut rausgekriegt. Okay. Ja. Ja, Flügelschlag. Auf Giflor? Ja. Giflor ist erstmal wichtiger. Und Kampf gegen Pflanzen? Nee, aber der Rest kommt dreifach Kick, komm. Auf Giflor, weil auf Banette macht das keinen Schaden. Okay. Soweit ich weiß. Lol. Du solltest Mantax wirklich einfach mal austauschen. Sollte ich mal machen, ja. Dafür ist es aber jetzt langsam zu spät, weil die Pokémon ausgehen, die du austauschen kannst. Ja, ach, das hat ja auch Anziehung. Ha. Ja, austauschen kann ich nicht mehr. Gegen Ampharos. Ja.
stimmt. Oder du tust es nicht und hoffst einfach auf dein Glück, was dir das Ampharos sparen würde. Ich glaube, das tue ich auch. So, und jetzt bitte. Heil. Warum hat Gift so eine krasse Verteidigung hier drin? Boah, man weiß es nicht. Hättest du jetzt Psyana noch, hättest du jetzt wahrscheinlich unsere Konfusion richtig schön wegwerschen können. Weil das dann die Pflanzen und die Giftaffinität hatte. Ah. Bauen wir es demnächst mal ein bisschen intelligenter auf. Mhm. Jetzt echt, warum ist die Framewert heute so derart niedrig? Und seit wann kann Anthos paralysiert werden? Das macht keinen Sinn. Kann an. Es kann paralysiert werden, das schon. Halt nicht durch Elektroattacken. Soweit ich weiß. Was nehme ich denn denn Schönes? Geht alles nicht. Du könntest Donnerblitz auf Burnett machen. Oder du könntest es wieder austauschen, weil dann wäre nämlich, Oh, Capoeira ist gestorben, ne? Ja. Ah, okay. Deswegen ist er überhaupt erst hier draußen. Ah ja. Jo, damit ist es erledigt. Ich hab gewonnen. Ja, das gewinnst du auf jeden Fall. Weil das Gigasauger sein dürfte, oder? Ich hab aber nicht mitgeschaut. Ja, war Gigasauger. Wow, ist dieses Giflor Spezialangriff schwach. Ich habe mir aber die Pokémon aufgeschrieben, die da jetzt alle mitkämpfen, also. So okay. Frei nach dem Motto, verlier den Kampf doch einfach, weil gewinnen kannst du ihn nicht mehr. Ja. Dann stellen wir dein Team zusammen. Ja. So viel dazu. Und ich guck mal, ob ich nicht vielleicht doch die Primate irgendwie ein bisschen was hochbringen bekomme. Ist das hier pausieren das kurz, oder? Mhm. Okay. Bis gleich.